Und damit heiße ich euch wieder einmal herzlich willkommen zurück zu The Culling. Oh, ich hab den Generator da. Ja, ich wollte den mal testen. Ja, wir spielen auf Schwert. Das neue Update ist da. Es gibt sehr viele neue Änderungen. Es gibt Balancing der Waffen vor allem. Die Äxte wurden zum Beispiel ein bisschen genervt, zum Beispiel die Anfangsäxte. Okay, warte mal ganz kurz. Augenblick. Ich bin noch da, aber... Boah, ich stehe ganz kurz das Bild. Ich muss hier mal ganz kurz was ändern, das geht so nicht. Und zwar... Dieses Spiel spielt man nicht über Boxen. Das geht nicht. Das ist über ein Headset. Ich muss das viel genauer hören hier, was hier los ist. Ja, Katana Airdrop. Viele kleine Neuigkeiten. Was? Hast du mitgekriegt, ne? Hab dich getroffen. Your enemy just threw an axe and killed an opponent. It was like a Renaissance fair sideshow. I hope that makes you feel all better. Good is new. I hope you feel better. Hey, I hope you feel better. You're good to go. True or false? Sneezing in someone's mouth is a true sign. In the future, keep your blood inside your body. Tschüss. Nö, du bist mir zu dumm. Entweder du willst richtig kämpfen oder du kriegst halt keinen Kill. Your opponent just killed another contestant. Naja. With an arrow, like that. Ja, es gibt viele kleine Neuigkeiten. Der hätte das jetzt die ganze Zeit gemacht, das ist einfach zu dumm. Das Problem ist, ich kann ihn nicht ausbluten lassen, weil er eine Body Armor trägt, mache ich zu wenig Schaden. Ist einfach nur dumm. Es gibt viele kleine Neuigkeiten. So, es gibt zum Beispiel, dass wir den Man-Tracker jetzt unterwegs nutzen können, auch ohne das Perk. Hier ist der Spinner gestartet. Hat die Hälfte liegen lassen. Warum alles nicht? So. Ist natürlich ein bisschen doof. Könnten uns da nicht richtig umgucken, aber das macht nichts. Erstmal eine ordentliche Waffe besorgen, dann sehen wir weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat ihn viel mehr geärgert als mich. Nah dran. Dann wirst du wohl. Ja, ich habe den Regenerator drin, dass ich auch, wenn ich weglaufe, immer ein bisschen Heilung dazu kriege. Spielen wir halt mal so wie die anderen auch jetzt. Was haben wir denn hier? Ein Survival Spear. Der ist auch um einiges stärker geworden. Wir looten uns ein, zurecht. Ja, wie gesagt, also Balancing wurde angepasst. Es gibt nicht mehr so eine Durchschnittsgeschichte von also T3 macht bis 24 Schaden und sowas gibt's nicht mehr. Alle machen jetzt Variationsschaden. Axt 1, also Axt Tier 1 Waffen machen halt jetzt. Also, die gecrafteten Äxte sind jetzt Tier 1, also machen nur noch 15% mehr Schaden, nicht mehr 20%.
wie vorher. Dafür machen wir jetzt die gecrafteten Messer 17 Damage. Das ist schon ganz schön viel. Ach, da oben drauf, ne? Aber ich gehe erstmal da rein. Mal gucken, ob sich hier irgendwer rumtobt. Scheinbar nicht, und das irritiert mich. Nö. Keine Sau da. Na gut. Finde ich vollkommen in Ordnung. Yep. Kann ich hier brauchen. Self-Defender ist jetzt nicht der stärkste Airdrop. Aber nicht nutzlos in meinen Händen. Ja, da geht's. Das Gebäude ist leer. 146 sind wir. 225 brauchen wir. Wir haben leider noch keinen ordentlichen Gegner gefunden. Oder keinen Kampf, in den wir uns hätten einmischen können. Bowie. Ja, das zieht mich doch quasi magisch an. Hätte auch eine rote sein können. Your enemy just killed an opponent with an arrow. Wir sehen ja keine Sau. From the movie. That bow and arrow guy. Drüben wird auch gekämpft. Perfekt. Man kann den Man-Tracker jetzt beim Laufen benutzen, was eine sehr schöne Innovation ist. An enemy just turned an opponent into a pincushion. Archery is awesome. Das haben sie jetzt quasi aus den Lightning Rounds übernommen. Irgendwo leicht rechts von uns. Ich kann ihn nicht sehen. Die Richtung. Bist du nicht etwa auf der Brücke? Dieser Scheißabhang hier. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Und anscheinend wo läuft er weg. Ich habe noch mal gecraftet das Messer. Okay, vielleicht hat er mich gehört. Vielleicht kann er nicht mehr. Dürfte eigentlich gleich gar keine Ausdauer mehr haben. Oh, ich glaube, er hat direkt disconnected.
du Lutscher. Gib mir mal das Ding hier. It's time to play Freak Rate Monty. In 2 minutes, 3 packages will spawn in the center arena. Only one of them is full of items. The other two, full mich. Of nightmares and explosives. Dinge. Basically just explosions. That's Freak Rate Monty. Good luck. Warum von da? Hauntet mich einer? True or false? Sneezing in someone's mouth is a true sign of friendship and trust. The answer? I hope you feel better. The answer? I hope you feel better. Und da wäre näher oder nicht? Das hat nicht den Anschein. Ist hier ein Pet? Nein. 1, 2, 3, 4. Das ist natürlich nicht so schön. Ist auch kein Pet, scheiße. So ein Kappes. Ich muss ein Airdrop-Pet finden, bevor noch jemand stirbt. Granate und die Kalpaps hätte ich eigentlich mal machen sollen. Ich kann es vergessen, ich muss mich natürlich auch erst an den Spielmodi hier gewöhnen. Also der Modus ist derselbe, aber an die Art und Weise des Spielens. We just added 3 crates to the center arena. Only one crate has an item in it. The other two, full of nightmares and explosives. Basically just explosions. Choose carefully and bring a bandage with you. That's 3 crate Monty. Good luck! So. Jetzt kommt auf jeden Fall... Der ist gar nicht sehr weit weg. Dürfte ungefähr hinter dem Berg sein, da drüben. Ich hätte vielleicht das Verkrüppeln mit reinnehmen sollen. Anstatt die Regeneration werde ich wahrscheinlich das nächste Mal Verkrüppeln durch Stun-Sachen wieder mit reinnehmen. Noch mehr Blutungsschaden mit oder die Stun-Gun? Ich nehme den mit. Die Gasgranaten sind einfach nur sehr, sehr stark. Ach du Scheiße. Das ist der auf der Brücke. Na, mal gucken, wen wir da holen können. Wenn jemand so offensichtlich seine Position preisgibt. Eine bisschen bessere Ausrüstung, Body Armor wäre natürlich ganz schön, aber kann halt nicht alles haben. Links kämpft einer oder er macht sich irgendwer craftet noch was. Tja, links oben, links unten. Links oben. Achso.
Dein Ernst? You killed somebody with a sword. Schön. Und jetzt muss ich nur noch mal gucken, dass ich mir die Sachen wieder auflade. Er bleibt hier. Body Armor craften. Stärker craften. So, das Limit müsste jetzt auf 18 limitiert sein. Genau, es ist auch eine weitere Änderung. Ich hab dich nicht gehört, du Sack. Sneaky little bastard. Ein Treffer und ich bin tot. So, wir spielen auf Regenerator. Egal, was du machst, mein Kleiner. Ich gehe nicht in Nahkampf, solange ich nicht fit bin. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ist das, soll ich jetzt wirklich heilen, ohne dass ich weglaufen muss? Das gibt's doch gar nicht. Hat er nicht gemerkt, dass er der Letzte ist? Erst danach. So, einmal noch heilen. Das gibt's doch gar nicht. Schenkt der mir hier gerade den Sieg oder was? Ein OJ oder ist es ein Stamina-Shot? Der war knapp. Und der Blutungsschaden bleibt erhalten.
Und zack! Und gewonnen. Unser Spiel in dem neuen Patch, meine lieben Freunde. Ja, vierwöchige Balance, können wir noch mal ganz kurz drüber reden. Also, wir gucken einfach mal ganz kurz auf die Tabelle, die nicht mehr da ist. Ach, Menno. Warte mal ganz kurz. Wo war das jetzt? Ich muss jetzt hier dahin. Und dann muss ich hier hin. Ich will nicht den Trailer watchen. News. News? Der neue Patch. Und dieses Knacken ist von meinem Fenster und der Jalousie. Es tut mir sehr leid. Read more. So, auf jeden Fall. Man kann jetzt mit dem Mantracker laufen. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Der Mangler, also das wurde ein bisschen runtergenommen, von 100 auf 80% Stamina, also das Perk. Wir gehen einfach mal kurz durch. Das müsste unter Mili sein. Mangler. So, der ist jetzt wieder neu. Warte mal ganz kurz. Ich werde ja irre mit dem Scheiß. So, jetzt hört's auf. Also, der Mangler wurde auf 80% reduziert. Ist jetzt nicht mehr so ganz so stark. Sie wollen halt weg von diesen ganzen Äxten, die überall sind. Longshot wurde jetzt auf 35 Meter erhöht. Ja, das Regenerationsperk wurde jetzt noch verbessert. Aber das wird bei mir rausgenommen jetzt. Das geht gegen... Alles ist anders sortiert. Wo ist es denn? Das hier. Aufgrund dessen ist jetzt Pfefferspray, Smoke Guns, all der ganze Scheiß, der jetzt in der Kiste mit drin ist, von dem Airdrop. Also die Smoke Guns verkrüppeln jetzt den Gegner auch, dass er nicht mehr weglaufen kann. Ist sehr, sehr effektiv gegen Bogenschützen. Ja? Also einfach Gasgranate drauf, die sehen nichts mehr und können nicht weglaufen. Haben sie gar keine Chance mehr. Ja, die Bögen haben nur 18 Schuss, wie wir gerade gesehen haben. Ist sehr, sehr geil im Late Game. Finde ich richtig gut. Also die Bogenleute werden richtig schön genervt. Dick Deep macht jetzt nur noch 20 anstatt 25 Leben. Und ja, Waffen wurden angepasst. Sehr, sehr, sehr viele Waffen wurden angepasst. Die ganzen gecrafteten Sachen haben jetzt halt immer nur noch Wundenintensität 1 anstatt 2, was die Anfangsaxt halt nicht mehr so stark macht. Das am meisten Schaden macht zurzeit anfangs der Speer, macht halt 2 plus 2 Damage, aber ich finde einfach, dass es total sinnfrei ist, am Anfang einen Speer zu haben. Außer du hast halt schneller Laufen mit Speer fürs Late Game, aber selbst das finde ich nicht unbedingt gut. Obwohl jetzt der Trident, also der Dreizack quasi, ja, macht jetzt 10 bis 30 Schaden, also wurde auch nochmal erhöht. Ist im Late Game wieder ganz schön gut, ja. Kann man sich wiederholen, also ist auch der Airdrop nicht schlecht. Da ist halt eine dicke Body Armor drin und der Trident macht auf jeden Fall Sinn. Das Katana wurde halt auch angepasst, 9 bis 26 Schaden, hat aber halt Speed 3 und Wundenintensität auch 3, was halt zusätzlich 24 Schaden macht, ja. Also während des Kampfes 24 Schaden for free ist halt nicht verkehrt. Mit dem Blutungsperk zum Beispiel und der Gegner hat keine, nicht Wundless drin, ist halt auch der Blutungsschaden von den Caltrops dementsprechend gut. Also ich glaube 8 müsste Wundenintensität 1 sein, also macht es mit dem Perk 8 Schaden. Das ist ganz schön gut. Das ist richtig gut. So, was haben wir noch? Das Tomahawk wurde, glaube ich, genervt. Ja, das wurde genervt um 1. Jetzt macht es nur noch 20% mehr Schaden beim zweiten Schlag. Nicht mehr 25%. Außerdem macht es jetzt nur 7 bis 21, vorher jetzt bis 24 Schaden gemacht. Ansonsten sehe ich jetzt hier gerade nichts, was in irgendeiner Weise Relevanz hätte. Das Tanto
Acht jetzt ein bisschen mehr Schaden als das gecraftete. Da ist einfach auch nur Wunde 2 nicht verkehrt. Ansonsten, was, ach, die Machete macht jetzt auch nur noch Wunde 2. Ah, alles klar, da ist der Unterschied. Ich wollte schon sagen, wieso sollte man sich noch ein Bowie Knife holen? Einfach immer die Machete holen. Aber das Bowie Knife hat halt immer noch Wunde 3. Ansonsten bin ich halt auch immer überlegen, ob man diesen Airdrop hier spielen sollte. Vielleicht auch diesen Charakter mit dem Bowie Knife. Macht halt 7 bis 23 Schaden, also knapp 3 weniger als das Katana. Hat aber dieselbe Wunde und hier ist ein Pfefferspray drin. Also ich denke, das probiere ich gleich mal aus. Gut, meine lieben Freunde, das waren so die wichtigsten Neuerungen des Patches. Hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Hoffe, es hat euch gefallen, sagen wir es mal so rum. Macht es gut, bis dahin, euer Midnight. Ciao.